Alter. Da sind wir jetzt gespannt. Hauptgame war ja schon ziemlich sexy. Jetzt sind wir mal gespannt, wie die DLC sind. Die habe ich jetzt selber noch gar nicht gespielt. Das heißt, gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Bestimmt geil. Na, let's go. Anna, meine Tochter. In dem Jahr, das wir unterwegs verbracht haben, konnte ich nachdenken. Respekt, Verantwortung, Pflichten. Das alles bedeutet nichts verglichen mit dem, was wichtig ist. Meine Familie. Du. Tut mir leid, dass ich das erst jetzt begriffen habe. Falls nötig, werde ich diesen schneebedeckten Friedhof mit einem Sieb absuchen, um das Heilmittel zu finden. Was Artyom betrifft, er fühlt sich schuldig. Er will es wieder gut machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass ihn das nicht das Leben kostet. Der wichtige Teil ist, dass ich wieder in der Metro bin und mich hier kein Mutant aufhalten kann. Mit der Strahlung an der Oberfläche ist das allerdings anders. Ehrlich gesagt dachte ich, dass der Weg hinein für mich ein Himmelfahrtskommando sei. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz, mehr kann ich nicht sagen. Aber jetzt haben wir beide, dank des grünen Zeugs, das Kyrill uns gegeben hat, eine Chance, das Ziel zu erreichen und zu überleben. Also, Gefreiter, Artyom ist gegangen und ich sollte jetzt besser auch aufbrechen. Aber was mit mir, Herr Oberst? Du bleibst hier. Ich teile dich hiermit zum Funkdienst ein. Jemand muss die Operation koordinieren. Kommst du mit der Verantwortung klar? Ja, Herr Oberst, das kann ich. Gut. Übrigens, Gefreiter, wie habt ihr hier vor den Unruhen gelebt, als es noch genug grünes Zeug gab, um herumzulaufen? Es war ganz gut. Aber mein Vater war immer im Einsatz oder auf Patrouille. Also, hast du ihn kaum gesehen? Oh, nein. Papa gab sein Bestes, früh heimzukommen. Insbesondere in den Ferien. Wir waren sogar letzten Silvester zusammen. Der Typ von der Wartung bat mich, Sie daran zu erinnern, den ganzen Schleim an den Pumpen zu verbrennen, sobald Sie dorthin kommen. Der Schleim ist so gut wie erledigt. Oberst Kletnikow nimmt den Flammenwerfer persönlich in die Hand. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo ist der Flammenwerfer? Ja, bitte, Herr Oberst. Aber er ist ziemlich schwer. Ich weiß. Steht er unter Druck? Sollte er. Ich würde es aber nachprüfen. Der Griff ist an der Seite und ein-, zweimal pumpen, falls nötig. Immer muss man alles selber machen. Also gut, ich bin dann mal weg. Macht ihr dem Schleim auch die Hölle heiß? Wird erledigt, Herr Oberst. Das machen wir. Hals und Beinbruch. Na ja, Budowa. Mindestens. Ja, danke. Aha, moin Morkop. Da sind wir mal gespannt, weil die DLCs habe ich selber nicht, gar nicht gespielt. Oh, das ist nett. Muss ich das jetzt hier wegputzeln? Ah ja. Der Schleim muss weg.
ich war schon ein bisschen traurig, als das Game gestern zu Ende war, right? Hey, wir haben zwar eh gedrückt wie ein Geistgestörter, aber irgendwie hat er nicht, hat er gesagt, hast du nicht gedrückt. Ja, okay. Nein. Ist dieser Kernel da? Herr Oberst, der Typ von der Wartung bat mich, Sie daran zu erinnern, den ganzen Schleim an den Pumpen zu verbrennen, sobald Sie dorthin kommen. Der Schleim ist so gut wie erledigt. Oberst Kletnikow nimmt den Flammenwerfer persönlich. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo ist der Flammenwerfer? Ja, bitte, Herr Oberst. Aber er ist ziemlich schwer. Ich weiß. Steht er unter Druck? Sollte er. Ich würde es aber nachprüfen. Der Griff ist an der Seite und ein, zweimal pumpen, falls nötig. Immer muss man alles selber machen. Also gut, ich bin dann mal weg. Mach dir dem Schleim auch die Hölle heiß. Wird erledigt, Herr Oberst. Das machen wir. Halt und Beinbruch. Naja, Budowa. Mindestens. Ja, danke. Ne, das ist Kölner Klebnikow da. Der hier gewohnt hat. Praktisch der Vater von dem Kleinen da, wo wir da getroffen haben. Aber kann sein, dass wir den Schwiegervater auch noch spielen, weil es ja Two Kernels heißt, right? Okay, die sind jetzt gar nicht so krass. Vorarbeitertagebuch 1. Schultern. In diesen Tunneln konnte man sich immer leicht verlaufen, aber seit sie vom Schleim durchsetzt sind, hilft nicht mal mehr eine Karte. Es reicht schon, wenn der Schleim ein paar Durchgänge verdeckt, um die Form des Abschnitts völlig zu verändern. Die Straßenschilder sind hier wirklich ein Geschenk Gottes. Sie sind weithin gut sichtbar und der Schleim kann sie nicht auffressen. Wir mussten nur unsere Leute darum bitten, ein paar Schilder mitzubringen, wenn sie von der Arbeit an der alten Eisenbahn zurückkehren. Sie haben im Nu eine ganze Menge davon mitgebracht. Selbst wenn wir es wollten, könnten wir uns jetzt nicht mehr verlaufen. Die Oscom-Jungs werden es ebenfalls leichter haben, ihren Weg zu finden, sobald sie sich dazu entschließen, die Gegend mit ihren Flammenwerfern zu besuchen. Warum habe ich nicht schon früher daran gedacht? Ich sollte wirklich einen Bonus für ihn organisieren. Er hat ihn sich redlich verdient. Ja, die sind nicht ganz so lang, da werden wir mal, wenn die nicht allzu lang sind, dann klotzen wir uns da mal ein paar an. Der gute Schleim, du, der gute Schleim, ja. So. Ich dachte, der atmet schwer und jetzt muss ich Maske anziehen, aber it's all right. Naja, von da sind wir gekommen. Das heißt, ab durch die Suppe, ja.
Okay, doch nicht durch die Suppe, nicht durch die Suppe, nicht durch die Suppe, nicht durch die Suppe. Ach, ehrlich jetzt. Jetzt sag mir aber nicht, ich muss mir diese Zwischensequenz jetzt wiedergeben. Ach Gott, damit, Alter, wo speichert der denn? Warum kann man eigentlich nicht auch nicht jetzt das hier, weißt du, überspringen so? Herr Oberst, der Typ von der Wartung bat mich, Sie daran zu erinnern, den ganzen Schleim an den Pumpen zu verbrennen, was sobald Sie dorthin kommen. Der Schleim ist so gut wie erledigt. Oberst Kletnikow nimmt den Flammenwerfer persönlich. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo ist der Flammenwerfer? Ja, bitte, Herr Oberst. Aber er ist ziemlich schwer. Ich weiß. Steht er unter Druck? Sollte er. Ich würde es aber nachprüfen. Der Griff ist an der Seite und ein, zweimal pumpen, falls nötig. Jawohl, Chef. Immer muss man alles. Achso, nee, wir sind ja jetzt der Chef. Jawohl. Herr untergeordneter Soldat. Also gut, ich bin dann mal weg. Macht ihr dem Schleim auch die Hölle heiß? Wird erledigt, Herr Oberst. Das machen wir. Halt und Beinbruch. Euer Boudoir. Mindestens. Ja, danke. So. Gut, also nicht in die Suppe. Wir machen jetzt auch gleich mal Quicksave, weil. Ey, puh. Dass man das halt nicht skippen darf, ist halt irgendwie ein bisschen. Naja. Wäre halb so, ist mir ist ja egal, dass wir das von Anfang an da nochmal machen, aber. Erle an alle Gruppen. Ich habe gerade einen ausgewachsenen Wurm gesehen. Passt also auf. Erle, hier spricht Rodein. Verstanden. Rot 2, verstanden. Rot 3, verstanden, Herr Oberst. Gut. Gut, aber wir haben jetzt einen neuen Dialog gehabt, ja? Den wir in den ersten zwei Runden nicht hatten, ey, what the fuck. Naja. Oh. Okay, Wurm macht Haier. Ne, Wurm macht kein Haier. Wurm schwimmt weg. Speichern. Also, Wasser hat er gesagt, geh weg. Achso, ja, gut, ne. Wir sind ja MC Brutzel. MC Brutzel und so. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Wir müssen jetzt, wenn wir irgendwo stuck sind, nicht einen Weg drumherum finden. Wir müssen es einfach wegbrutzeln. So, servus. Erstmal Sprit hier. Strom hier an. Taschenlampe haben wir keine. Ja, gut. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir müssen einfach, wenn irgendwo eine praktisch ein Weg versperrt ist, einfach wegbrutzeln, die Schall, das Zeug. Wurm Lee wird nicht erfreut sein, der muss doch schwimmen, oder nicht? Ja. So. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ja? B
Wen sabberst du jetzt noch an, mein Freund? Ja, scheiß auf Taschenlampe. Wenn dunkel ist, Alter, sprühen wir einfach mit unserem Flammenwerfer mal eine Runde voraus. Ein gutes, er weiß. Jetzt sag mal, wollt der mich hier gerade anzabbern? Der kleine Schmock da hinten da. Ja. Ausgesabbert, ihr Schmocks. Sechs. Einfach weggeplatzt. Ah, okay, Medikits haben wir aber. Medikits haben wir. Haben wir auch Möglichkeiten, unser Inventar? Naja, haben wir nicht, okay. Da ist auf jeden Fall Wurmli hinten dran. Da ist Wurmli hinten dran. Das heißt, wir machen hier erstmal hier euer Klein. Ah, netter Zombie, netter Mutantenflambierer, right? Oh. Müssen wir gar nicht. Es reicht, wenn wir da irgendwo was anzünden, dann fackelt sie alles weg, okay. Ah, ist nicht schlecht zu wissen. Ah, erstmal geilen Wurmeintopf hier. Ist eigentlich voll traurig, dass ein Oberst keine Taschenlampe hat, aber gut. Harley, hier ist Groß 3. Ich habe hier ein geplatztes Rohr, komme nicht durch. Wir brauchen Sprengladung.
Rot 3, Sie brauchen keine Sprengladungen. Suchen Sie das Ventil und drehen Sie das Wasser ab. Verstanden, Erle. Erle, Rot 3 hier. Ich habe das Ventil gefunden und fahre wie geplant fort. Gut gemacht, Rot 3. Geil, die Atmosphäre gefällt mir aber jetzt schon. Gefangen im Schlick, sagt er, weißt du? So, der Kampf gegen den Schleim. Das geht mir gut ab. Wir haben den Schleim ja auch gesehen, aber nur so ein bisschen. Das ist Kackviech, Alter, ne? Ich hab keine Ahnung, vielleicht müssen wir uns hier einen Weg frei brutzeln, damit wir erstmal... Wir müssen wieder Wasser ablassen, gehe ich davon aus. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir ins Wasser sollten, ne? Ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nichts, was wir irgendwie... Ja. Naja, vielleicht... Weil die Tür sieht nicht so aus, als wäre die benutzbar, right? Ah ja, komm. Was soll der Geiz? Wir testen es einfach mal. Warte, Quick Save. Ah. Ah. Jetzt bist du ein Kokelwürmchen, Digga. Müssen mal hier eine Runde pumpen. Moment! Also die Atmosphäre gefällt mir so. Er ist so jetzt dafür zuständig, dass er seinen ganzen Leuten da hilft, dass die den Schleim unter Kontrolle kriegen. Am Rad drehen können wir. Jetzt, ich sehe nichts mehr. Für Taschenlampe waren wir ja irgendwie anscheinend nicht intelligent genug mitzunehmen. Was könnte man jetzt? Da schwimmt ein Wurmli, ein kleines Mini-Wurmli. Ah, guck mal da. Irgendwo da, wir brutzeln da jetzt mal noch ein bisschen. Weil da sagt er, guck mal, hier wohnt eine Leiter, Digga.
Ja, okay, gut, also Wegfindung ist halt tatsächlich, du musst extra auf die Schilder viel achten. Das heißt, der Hinweis mit den Schildern war nicht für lau. Ach. Ich fackele Schabiasis. Ja. Kommen wir denn da hin, wenn mich da jeder ankaut, Herr? Ja. Schauen wir uns doch mal an hier. Was ist da los? Flammenwerfer, Brennstoff, alright. Kostet uns 10 Scheiß. Oh, mit Medipacks. Können nur Medipacks bauen. Wir haben aber schon 5. Okay, was haben wir? Wir haben jetzt hier für den Piu-Piu neuen Scheiß gefunden. Ah, let's go. Was ist das? Okay. Oh, baubar machen. Baubar machen. Oh ja. Ah, sauber gemacht. So, warte mal, hier haben wir noch irgendeinen neuen Scheiß gefunden. Moment. Moment. Ah ja. Ah, let's go. Für mehr Brutzelpower, sagst du? Für mehr Brutzelpower. So. Meine Kleinen, was ist gehen hier ab? Wir machen den mal an, wenn der geht. Aha, jetzt haben wir den Schlick, die Schlicksuppe, die da hinten rumschwimmt, haben wir jetzt abgelassen. Oder auch nicht, wir müssen jetzt Sprit suchen gehen. Hey, läuft noch, alles gut. Ja gut, dieser Mist breitet sich immer weiter aus und je mehr Schleim sich ansammelt, desto schneller breitet er sich aus. Anstatt regelmäßige Reinigungsoperationen durchzuführen und sich an den Plan zu halten, ziehen unsere tapferen Verteidiger es vor, bis zum letzten Moment zu warten, wenn die Würmer auftauchen. Dann mit brennenden Ärschen die Helden zu mimen. Der interessante Teil ist jedoch, dass jedes Mal weniger Männer schicken. Der Anführer des zweiten Teams sagte, dass das kein Zufall sei, dass es irgendein Geheimprojekt an der alten Eisenbahn gäbe. Das ist in vollem Gange, während sie uns vernachlässigen. Wir stehen ganz weit hinter dieser Sache auf der Prioritätenliste, aber alles wird totgeschwiegen. Kommt schon! Wenn ihr schon irgendeine Scheiße erfindet, dann strengt euch wenigstens an. Niemand will irgendwas machen und das ist das Problem. Die suchen sich alle ein warmes und ruhiges Örtchen, sitzen auf ihren fetten Ärschen und tun wichtige Dinge und erzählen die Pasta-Pots und zählen die Pasta-Portionen in den Kisten und so. Kein Wunder, dass immer viele Leute da sind, wenn sie grünes Zeug ausgeben. Aber wenn es darum geht, Schleim zu verbrennen, sieht man kaum jemanden, der sich dazu bereit erklärt. Ist heutzutage sehr knauserig mit dem grünen Zeug. Und
dein Tauchgang ist, als ob du 3 Tage lang die volle Strahlung abbekommst. Das grüne Zeug sind diese komischen Injektionen, das ist irgend so ein Pilz, den die da gefunden haben. Weil die, hier das Gebiet ist ja extremst verstrahlt, da ist ja Moskau noch ein Scheiß dagegen gewesen. Destawege haben die ja hier diese komischen Superspritzen, die wir ja auch gefressen haben. Sag mal so, hätte da nicht eher gestanden, hätte ich da nicht drauf gedrückt. Ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben Wasser abgelassen in dem Bereich. Ja. Hier ging nicht weiter, right? Right. Naja, dann. Warte mal, haben wir hier noch. Können wir hier interagieren? Nein. Dann gehen wir mal zurück. Ah, guck mal da. Ey. Ja, ne, ich mach's du, Digga. Angerotzt da von die Viecher, ey. Ah, Grillwurmli, ne? Grillwurmli. Wackel mal das ja ab, ich glaube, dann kann der da nicht mehr raus. Kein Bock, dass der jetzt gleich hinter mir ist. Ah, servus. Hallo, Herr Oberst. Wie läuft's bei Ihnen? Alles gut? Ja, so ziemlich. Und bei Ihnen? Mein Flammenwerfer hält den Druck nicht und ich kann das Leck zum Verrecken nicht finden. Haben Sie Ersatzbrennstoff? Ich hatte nicht erwartet, dass die Scheiße hier so dicht wächst. Natürlich habe ich welchen, Herr Oberst. Hier, nehmen Sie. Gut, danke. Wie ich hörte, ist es gut für die Karriere, den befehlshabenden Offizieren zu helfen. Außerdem ist diese Scheiße wie wild gewachsen. Ah, ich glaube, ich hab's. Tatsächlich.
Na gut. In Ordnung, dann gehe ich mal zu den anderen. Viel Erfolg, Herr Ober. Aber sicher. Genau. Wir haben uns Licht gemacht. Lauter neuen Scheißdreck gefunden, right? Abgerobbt, ja! Hau ab da mit deinem Pimmel! Was sind wir denn hier? Oh. Da rief mich aus der Vorarbeiter rüber. Noch immer sauer wegen des Anschisses vom Oscar Bonson. Man konnte es an seinem Gang sehen. Und danach, wie seine Hose noch immer dampfte. Er rief mich also rüber und sagte, ist mir egal, wie du das anstellst, aber die Pumpen müssen arbeiten. Ich dann? Und woher soll ich die Dichtungsringe bekommen? Der Schleim lässt sie porös werden und dann fallen die Pumpen aus. Und er sagt, dass ihn das ein Scheißdreck interessiert. Könnt ihr euch so einen Arschloch vorstellen? Und ich dann? Soll das also heißen, dass ich sie von einer anderen Station klauen soll? Du weißt genau wie ich, dass die nicht mehr hergestellt werden. Oder meinst du etwa, dass ich mein gesamtes grünes Zeug auf einmal nehme, um welche von oben zu holen? Wenn du Ergebnisse willst, dann besorg mir die Dichtungen oder die und... Naja, ich sag ihm, er soll sich selbst ficken. Da wurde er ganz rot und schrie, diesen Monat kriegst du kein grünes Zeug. Und ich, wirklich? Dann werde ich diesen Monat auch nicht arbeiten. Präparier die Pumpen doch selbst, du Arschloch. Und, das war es dann mit dem Job. Okay. Da jetzt mit diesem Ding hier, Alter, das ist jetzt irgendwie scheißig da mit dem hier da Spratzerei und alles, Alter, was war denn da los? Ich hab geballert und hat da nicht geschossen. ja, scheiße, Asthma, weißt du? Sag nur ungern,
dass ich es gleich gesagt habe. Aber jetzt sind wir am Arsch. Die Filter zu reinigen wird nicht helfen. Die Rohre sind inzwischen voller Schleim anstatt voller Wasser. Ich habe versucht, das ankommende Rohr etwas mit einem Gasbrenner zu erhitzen, um die Pumpe startete und die Pumpe startete nach einer Weile auch wieder. Aber an den Wänden ist diese Scheiße schon 2 Finger breit. Das Überlaufbecken ist voll. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist ein ordentliches Feuer. Wer hätte es schon vor einer Woche Alarm geben sollen? Und ich sage, dass du jetzt eine Bürste nimmst und alles eigenhändig putzt, da du ja dagegen warst, die Chefs rechtzeitig damit zu nerven. Lappas. Schauen wir mal, ob wir unseren Putzfreund finden. Also, gefällt mir gut. Bis jetzt. Och, Piki. Wasser, right? Okay. Was? Moment. Das hab ich jetzt ja gar nicht verstanden gerade. Ah jo, wir sind hier. Die Entschlickung ist am Start, weißt du? Mal uns gleich ein bisschen Geräusch hat ein Wurm. Ja, ich hab vergessen. Ach, wir müssen jetzt den Part nochmal machen. Ach, scheiße.
Ja, voll geil, Leute. Wir spielen jetzt gerade den Two Colonels DLC. Und so läuft es eigentlich ganz gut. Ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen gefällt. Ich habe jetzt verpeilt, dass da ja noch der komische Schmockwurm da angekommen ist. Da Fresse gemacht hat. Ich bin gerade verreckt. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich verreckt bin. Wir spielen jetzt praktisch den Oberfeldwebel Klenik, den Klenikow da von gestern. Im DLC jetzt. Er ist sozusagen für die Entschlickung verantwortlich hier jetzt. So, hier mal Quick Save. Ich weiß, weil da ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wegen was wir gerade eben da hier verreckt sind an der Stelle. Ah, Alter. Jetzt durften wir ihn auch sehen, ne? Sagst du? Ah, jetzt haben wir nämlich das Wasser hier abgestellt. Jetzt dürfen wir das hier auch abkugeln. Mein Alter, hier wohnt aber Haufen Scheiße, gell? Wir müssen jetzt die Wasserversorgung wieder sicherstellen. Von der Metro, weil sonst unsere Freunde der Nacht kein Wasser mehr haben. Dieser Schleim da breitet sich halt immer weiter in der Metro aus. Ja, der wollte mal einen Schluck aus unserem Flammenwerfer, aus der Flammenwerferpulle holen, weißt du? Hat ihm nicht so geschmeckt, der. Ah, servus! Auftrag erledigt.
Rührt euch, meine Herren. Sie haben das großartig gemacht. Vielen Dank, Herr Oberst. Offen gestanden haben wir nur hinter Ihnen aufgewischt, Herr Oberst. Ach, schon gut. Aufwischen! Klar. Im Namen von OSCOM spreche ich eine offizielle Empfehlung aus. Wir dienen OSCOM. Sehr gut. Nun, dann raus aus den Anzügen und ausruhen. Ziehen Sie den Anzug aus und legen Sie den Flammenwerfer weg, Herr Oberst. Die müssen dekontaminiert werden. Am Kontrollpunkt gibt's außerdem eine Dosis grünes Zeug. Ich gebe dort Bescheid. Die waren Strahlung von mindestens einer Woche ausgesetzt. Gut. Vielen Dank. Hier. Bitte. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Herr Oberst. Steigen Sie ein, Herr Oberst. Anion. Vielen Dank. Hey Leute, einsteigen. Wir können euch zum Prospekt bringen. Danke, Herr Oberst, aber wir warten hier auf den Transport vom Hauptquartier. Der hat genug Platz für alle. Dann viel Glück. Auf geht's, Petrovic. Ja, Herr Oberst. Arbeit für deinen Oberst. Ah, jetzt können wir die Freiwillige einteilen, sagst du? Ich bin fast durch, Dolja. Die Würmer sind alle Toast. Die Jungs werden noch aufwischen und ich gehe heim. Immerhin ist es Silvesterabend. Tja, du hast es leicht. Wie ich hörte, ist dein Sohn bereits Hauptmann. Du kannst der Yoga übrigens von mir gratulieren. Verstanden. Ende und aus. Oberst, krempeln Sie bitte für die Dosis Ihren Ärmel hoch. Bitte sehr. Hau mir in den guten Stoff, den guten Stoff her. Sie auch, Petrovic. Sie bekommen auch eine Dosis. Nein, ich würde lieber meine eigene Spritze zu Hause benutzen. Gut, aber natürlich. Danke. Alter, kommt mir aber nicht so sauber in der Birne vor, du. Bitte nicht gegen die Tür lehnen. Nächste Station, Krasny-Prospekt. Der ortet den Scheiß bestimmt. Ist deine Enkelin schlechter? Nein, oh Gott sei Dank. Trotzdem reicht die übliche Kinderdosis an grünem Zeug bei ihr nicht aus. Und das, obwohl wir zum Prospekt umgezogen sind. Also greife ich mir ab, was immer ich kriegen kann. Nur für den Fall. Es ist nicht leicht, aber wir überleben. Und das ist, was zählt. Aber genug von uns. Erzähl mir lieber, ob ihr das ordentlich gegrillt habt. Das haben wir, Petrovic. Das haben wir. Schön. Ja, okay, gut. Naja, macht jetzt Sinn. Er holt das für seine Enkelin. Das ist immer so. Siehst du, die Pumpen versagen. Das liegt an dem Schleim. Wir haben jetzt 20 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet. Und jetzt diese Scheiße. Die Filter verstopfen, die Dichtungsringe reißen, der Stahl rostet. Schon bald wird das Entwässerungssystem den Geist aufgeben. Und dann müssen wir mit Booten fahren. Du wärst bestimmt ein guter Gondoliere. Ich kann auch singen. Bitte, verschone mich. Dein Gesang ist grauenvoll. Ja, mir geht ihm seine Stimme gut ab. Der hat so eine schöne, raue Stimme, so, weißt du? Dass du mich mitgenommen hast, Petrovic. Ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Vergiss nicht, dass wir dich und Kirill nach der offiziellen Zeremonie. Wir werden da sein. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen. Wir haben Silvester, gell, mein Junge? Hey, let's go.
Alter, jetzt da irgendwo war eine Meldung wegen Schild. Ein frohes neues Jahr, es wird gefeiert, okay? Herr Oberst. Ja. Salutiert, ihr Mann! Ich brauche Ihre Ausreden nicht, Hauptmann. Wenn Sie schon die Initiative für etwas ergreifen, dann sollten Sie es auch zu... Ah, okay, jetzt kommen wir zu unserem Chef. Verdammt. Wegtreten. Jawohl, Herr General. Hallo, Herr Oberst. Ach, Slava. Ich hab dich schon erwartet. Komm mal rein. Mach es dir bequem. Alles klar. Während du zum Grillen draußen warst, haben sich hier neue Entwicklungen ergeben. Sieh dir diese Karten an. Hintergrundstrahlung? Ja, die Karten sind vom Satellitenkontrollzentrum. Und jetzt möchte ich, dass deine Leute dorthin gehen und die aktuellen Karten finden, auf denen das ganze Land verzeichnet ist, damit wir wissen, wohin wir gehen müssen. Übernimm persönlich die Kontrolle und sorge für strikte Geheimhaltung. In Ordnung. Und wir gehen müssen, Talia? Komm auf den Punkt. Bereiten wir eine Evakuierung vor? Also gut, das bleibt aber unter uns, ist das klar? Ja. Wir können nicht mehr länger warten, das grüne Zeug ist alle. Wir müssen mit den Konfiszierungen anfangen, daher muss alles unter Verschluss bleiben. Warum so heimlich? Das sind doch gute Neuigkeiten. Würden wir Ihnen das sagen, geben Sie Ihre Vorräte sicher freiwillig her. Nicht meine Entscheidung. Trotzdem ist es manchmal das Beste, die guten Neuigkeiten bis zum Schluss zu verwahren. Ich verstehe. Danke, dass du es gesagt hast. Denk daran, das bleibt unter uns. Du kennst mich. Nun, ein frohes neues Jahr. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Als Held des Krieges gegen Schleim und als alleinerziehender Vater möchte ich dir hiermit ein Neujahrsgeschenk vom Kommando überreichen. Eine Monatsration für zwei. Danke. Ich möchte dich nicht länger aufhalten, es sei denn... Wie wär's mit dem Tee? Artiga, komm, auf geht's. Du weißt genau, wie man einen Mann von seiner Familie fernhält. Wie geht es der Yoga? Ist offensichtlich sehr von sich selbst eingenommen. Denk doch nur. Mein Sohn ist jetzt ein Hauptmann. Und ich hab nicht mal nachgeholfen. Kannst du das glauben? Natürlich kann ich das. Ah, typisch für dich. Ich finde, er sollte alles selbst erreichen. Stärkt den Charakter. Ach, definitiv. Er war eigentlich immer ein weicher Typ. Genau wie seine Mutter. Jetzt ist ganz geiler Tee her, hör mal. Du warst immer hart ihm gegenüber. Fast schon zu hart. Das könnte ich nicht. Ich finde, du machst es erstaunlich gut. Und das sage ich als jemand, der euch zwei schon lange beobachtet. Er wird zu einem richtigen Mann. Ein Oscom-Kämpfer. Ja, er ist ein großer Fan von allem, was mit Oscom zu tun hat. In seinen Augen sind wir eine Art Superhelden. Irgendwie ist das fast schon unheimlich. Aber wir sind Helden. Wir retten, wen wir können. Und das alles zum Wohle unserer Kinder. Was soll daran unheimlich sein? Viele Dinge versteht er noch nicht. Und er idealisiert uns. Er glaubt, wir seien Ritter ohne Furcht und Tadel. Aber das wirkliche Leben ist komplizierter. Manche Dinge muss man einfach tun. Und wenn ich dann in seine Augen schaue, denke ich, würde er das verstehen, wenn ich ihm davon erzählte? Und dieser Tag wird kommen. Kirill ist ein richtiger Mann, er wird das verstehen. Ein echter Heldslava lässt nicht seine Muskeln spielen und trägt auch keine glänzende Rüstung. Ein Held ist jemand, der tut, was getan werden muss. Er wird vielleicht mit Dreck besudelt, manchmal sogar mit Blut. Aber trotzdem macht er seine Sache, weil es notwendig ist. Das zu verstehen, macht einen Mann aus. Vielleicht. Aber von dort ist es nicht mehr weit bis zu der Zweck heiligt die Mittel. Ach, komm schon. Was für ein rührseliger Unsinn. Oh, der Zweck heiligt die Mittel. Das darfst du nicht sagen. Das sind böse, böse Worte. Schäm dich. Unsere Philosophieprofessorin Maria Ivanova hat uns das gesagt. Aber ich sage, es ist so. Wie sonst sollte man irgendwas erreichen? Man muss etwas opfern, um etwas zu erreichen. War das jemals anders? Aber ist es immer so? Also gut, du hast mich erwischt. Du hast ja recht, so erreicht man Dinge. Aber ich habe immer geglaubt, es sei eine Frage der Aufrichtigkeit, ob es so ist oder nicht. Man muss vor allem immer zu sich selbst aufrichtig sein. Das war tiefgründig.
Fast philosophisch. Ich wette, du hast auch Ivanovas fortgeschrittenen Kurs gemacht. Tja, ich denke, ich gehe jetzt mal. Ja, Sava, tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Geh zu deinem Sohn. Grüß Kirill von mir und ein frohes neues Jahr. Ah, voll der coole Dialog. Ich werde in der Zwischenzeit an meiner Rede arbeiten. Ich hasse öffentliche Ansprachen. Aber der Anlass erfordert es. Boah, wisst ihr was? Ich wollte gerade an der Schreibmaschine speichern, right? Und Gäste von anderen Stationen. Herr Oberst. Knie nieder, du Made. Ja. Hallo, Herr Oberst. Ihnen ein frohes neues Jahr. Ab. Was haben wir hier noch? Du dreckiger Trunkenbold! Sieh dich nur an, du Schwein! Hör mal, Janja, ich hab doch. Eieiei, Alter, da steht aber einer unterm Schlammmeer. Alles klar. Wir feiern hier. Kommen Sie doch zu uns, Herr Oberst. Weitermachen. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ein frohes neues Jahr. Vielen Dank, Herr Oberst. Grüßen Sie, Kirill. Frohes neues Jahr, Oberst Kletnikow. Das wünsche ich dir auch, Misha. Wie wär's mit einem Schnaps? Der erste geht heute aufs Haus. Verlockend. Aber nein. Danke. Sieh mal, eines Tages werden wir doch nach draußen gehen, oder? Wir sind schließlich keine Maulwürfe, die im Untergrund leben müssen, weißt du? Oh, was für eine Überraschung. Trinken Sie doch mit uns aufs neue Jahr, Herr Oberst. Herr Oberst, gesellen Sie sich zu uns. Das würde uns freuen. Na, tut mir leid, Jungs. Aber ich muss nach Hause, um nach meinem Sohn zu sehen. Euch allen ein frohes neues Jahr. Ah, vielen Dank, Herr Oberst. Vielen Dank, Herr Oberst. Frohes neues Jahr. Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Lass mich dich wenigstens umarmen. Nicht jetzt, sieh doch. Da sind so viele Leute. Ach, komm schon. Lass das, wirklich. Sag mal, ist das noch nicht angezogen? Er hat Bock und die Alte zickt rum. Du bist wunderschön, so wie du bist. Zieh dir etwas an, dann gehen wir. Hey, Papa! Ich wette, hier hast du keinen Hinterhalt erwartet. Ja! Tolle Tarnung, Gefreiter. Ich muss dich allerdings nach deinem Lagebericht fragen. Oh. Der Einsatz zur Hilfe beim Vorbereiten der Feier ist fast abgeschlossen. Nur noch eine Glühbirne übrig, Herr Oberst. Rühren, Gefreiter. Ich werde dir helfen. Frohes Neues, Papa. Ich dachte schon, du kämst nicht rechtzeitig. Zu meinem Geburtstag warst du zu spät. Und zu Mamas Jahrestag auch. Ach, sieh mal. Ich habe nur mein Bestes gegeben, dafür zu sorgen, dass es so wenig traurige Jahrestage in anderen Familien gibt wie möglich. Das verstehe ich. Freut mich zu hören. Und jetzt, schalte ein. Drück den Knopf! Auftrag ausgeführt! Gut gemacht, Gefreiter! Vielen Dank! Oh, Papa, ich hab etwas für dich. Hier, Petrovic und ich haben sie repariert. Oh, vielen Dank, mein Sohn. Da wir gerade von Petrovic sprechen, sobald die offizielle Feier vorbei ist, sind alle Soldaten aufgefordert, ihr Gesicht zu waschen und bei Petrovic vorstellig zu werden, in Ausgehuniform. Ja, bei Petrovic melden, Gesicht sauber und Ausgehuniform. Verstanden, Herr Oberst. Wow, der Baum ist so schön. Ja, hör zu. Liebe Bürger von Kersey Prospekt, und Gäste von anderen. Die Kugeln sind Weinflaschen und so. Das Jahr 2034 ist fast zu Ende. Es war kein leichtes Jahr, doch alle Härten haben nur dazu gedient, enger um unser gemeinsames Ziel zusammenzurücken. Das Wohlbefinden aller, die hier unten in den Tunnel leben. Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr, das sicherlich Besserung bringt. Und aufgrund unserer gemeinschaftlichen Bemühungen als Gesellschaft wird es definitiv kommen.
Im Namen der Auskampfführung möchte ich Ihnen allen für Ihre gute Arbeit danken und Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Ein frohes 2035! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, frohes neues Jahr! Verdammt, das ist beschissen. Der verdammte Generator ist schon wieder ausgefallen. Miller hier. Funktest. Hörst du mich? Ende. Ich höre laut und deutlich, Herr Oberst. Ende. Kirill, ich bin bei den Verkaufsständen. Wo ist die Passage zu Sibirskaya? Ah. Unten, da war früher das Ostrom-Hauptquartier. Das grüne Zeug, das sie den Leuten abgenommen haben, wurde dorthin gebracht. Jetzt switcht das Ganze zu... Konfiszierungen. Miller. Gefunden. Vielen Dank, Gefreiter. Bürger, wir rufen Sie auf, ruhig zu bleiben. Übergeben Sie den Behörden freiwillig Ihre Vorräte an Strahlenschutzstoff. Denken Sie daran, dass es unsere gemeinschaftliche Pflicht ist, zusammenzuhalten und das Wohl aller Bürger zu sichern. Darf ich, Herr General? Lass das, Lara, und ich bin nicht in der Stimme für Scherze. Was ist mit der Sibirskaya? Wir sind da fertig. Und das hier haben wir mitgebracht. Viel ist es nicht. Das ist übel. Wir sind mitten in einem Fallout-Bereich und müssen uns über mindestens 500 Kilometer rüsten lassen. Die Karten von deinen Leuten. Auf keiner davon sind wirklich sichere Gebiete verzeichnet. Ich hatte auf den Baikalsee gehofft, aber... Wir suchen noch immer den Baikalsee. Das Archiv ist hinüber. Und was die Strahlung betrifft, dafür gibt es doch Filter, um den Staub draußen zu halten. Filter. Die Waggons sind alle so verstrahlt, dass uns die Filter ohne grünes Zeugs auch nicht helfen werden. Da werden auch Kinder sein. Du hast selbst einen Sohn, daher weißt du, dass Kinder mehr brauchen. Ich weiß. Haben wir genug? Nicht für alle auf einmal. Zuerst werden wir die Kernpersonen evakuieren und sauberes Rollmaterial vorbereiten, dann die anderen. Du meinst also, dass wir die Leute in zwei Gruppen unterteilen sollen? Jene, die wir zuerst retten und dann den Rest, du den weißt, Bodensatz? Was auf dem Spiel steht. Vor allem unsere Kinder. Was gibt es da zu diskutieren? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Von dir am allerwenigsten. Denk mal an Kirill. Ich für meinen Teil habe über ihn nachgedacht. Ihr beide werdet mit dem ersten Zug fahren. Also enttäuscht mich jetzt nicht. Vergiss das einfach alles und mach eine Pause. Deine Leute können sich allein um den Prospekt kümmern. Also gut. Ich will noch eine Zigarette. Und du? Mir egal. Wie du meinst. Schon eine Weile her, dass ich solche Zigaretten hatte. In den schmutzigen Stationen wimmelt es vor Unruhestiftern. Du weißt schon. Fasern dauernd davon, das Regime abzusetzen und ein neues Leben zu beginnen. Und sie haben vor, jetzt loszulegen. Genau. Sobald bekannt wird, dass wir kein grünes Zeug mehr haben und die Gerüchte über die Evakuierung losgehen, und die werden kommen. Natürlich. Übertriebene Gerüchte noch dazu. Die Führung läuft davon. Verlässt das gewöhnliche Volk. Eine Chance, die sie nicht auslassen werden. Ja, du hast es begriffen. Wir werden die Ordnung aufrechterhalten, solange es geht. Gott beschütze uns vor einem großen Aufstand. Doch Gott begünstigt noch immer die Vorbereiteten. Halte deine Waffe bereit, Slava. Jetzt wird es holprig. Ja, das wird ziemlich hässlich. Tja, wir haben keine andere Wahl. Entweder wir retten, wen wir können, oder wir versinken im Chaos und sterben alle. Wenn du also schießen musst,
Betrachte dies als Krieg gegen lebende Tote. Jeder Aufständische ist eine lebendige Leiche, die versucht, uns in ihr Grab zu ziehen. Eine zynische Sichtweise. Zynisch, aber realistisch. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Sind deine Leute bereit dafür? Jene, die es nicht sind, sind schon seit Jahren aussortiert. Was hältst du von den anderen? Bei manchen Einheiten bin ich mir unsicher. Wir werden anfangen, sie still und heimlich aufzulösen und zu entwaffnen. Damit riskierst du, Öl ins Feuer zu gießen. Ich bin verdammt. Egal, ob ich mache oder nicht. Wohl wahr. Ja, weißt du, ich fühle mich ausgelaugt. Tja, ich muss mich wohl entschuldigen. Natürlich. Ruhe dich aus, solange du noch die Gelegenheit hast. Ich befürchte, viel Zeit wirst du nicht haben. Und Slava, pass auf dich auf. Du auch, Dolja. Und? Was hat er gesagt? Dass sie unsere missliche Lage verstehen und unseren Beitrag und unsere Kooperation sehr begrüßen. Und sobald sie neue Vorräte haben, werden wir vollumfänglich und mit Zinsen entschädigt. Genau wie es in den Papieren steht. Im Grunde hat er darauf hingewiesen, dass ich ein offizielles Schreiben habe, mit Unterschrift und Stempel. Und das sei das Beste, was mir passieren kann. Was hast du geantwortet? Na was schon. Ja, Herr General, alles ist, wie Sie sagen. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben, obwohl Sie so beschäftigt sind. Sie verstehen, dass unsere hart verdienten Reichtümer konfisziert wurden und wir daher besorgt sind. Er begleitete mich zur Tür, schüttelte meine Hand. Sehr respektvoll. Du Schwächling, was habe ich dir gesagt? Du solltest einen Aufstand machen! Die Alte. Diese Papiere taugen zu gar nichts, außer als Zierde an der Zimmerwand von verdammten Idioten! Du solltest ein echtes Dokument verlangen, einen Schuldschein vom General höchstpersönlich, mit Datum und seiner Unterschrift! Du bist ein respektabler Mann, Jakob. Wie kannst du zulassen, dass er dir das antut? Es gab nichts, was ich hätte tun können. Das hatte mich sofort wissen lassen. Das war offensichtlich, wirklich. Die Art und Weise, wie er mich ansah, wie er mir die Hand schüttelte. Er hätte es abgelehnt. Daher habe ich einfach mein Gesicht gewahrt. Nur deshalb, Jakob, weil du ein Feigling bist und er wusste, dass du nachgeben würdest. Du hättest dich einfach wehren müssen. Einfach, bleib einfach hier. Ich werde mit ihm reden und besorgen, was wir brauchen. Du wirst schon sehen. Irgendjemand in dieser Familie muss ja Eier haben. Wag es bloß nicht. Das Thema ist durch. Alles ist gesagt und getan. Meine Mutter hatte recht, was dich betrifft. Ich... Alte Zicke, du. Er hat gar keinen Bock. Er hat gar keinen Bock, guck mal, das ist so. Er hat gar keinen Bock, Digga. Hallo, Herr Oberst. Spuck das grüne Zeug aus! Letzte Woche gab's nichts! Wir können das Ja gut, man muss ja mal... Es soll jetzt darstellen, dass die Leute verzweifelt sind, weil ja, ne? Das grüne Zeug hilft gegen die Strahlung. Die brauchen das zum Überleben, right? Herr Oberst, ich bitte um Erlaubnis. Genehmigt. Ein anonymer Tipp zu überschüssigem Vorrat. Das können wir nicht ignorieren, aber er macht die Tür nicht auf. Ich verstehe. Was zum Teufel ist los mit Ihnen? Let's go. Hey, was ist denn, hä? Was zur Fresse? Hey, du scheinst mich aber sehr zu mögen. Pass nur auf, wo du mich anfasst, Soldatenjunge. Ich musste hier, gerade... Kommen Sie her, Herr Oberst. Hatten wir hier nicht angestoßen? Mach auf, Petrovic! Komm herein! Danke! Hier nach! Michail Petrovic, du weißt, warum wir hier sind. Ich schlage vor, du spendest deinen überschüssigen Vorrat freiwillig, sonst gibt es Ärger. Ich kann nicht. Du weißt, dass ich das nicht kann. Das ist für meine Enkelin. Das habe ich von meinen Rationen abgespart. Ich kann nichts machen. Wir haben einen Tipp, dass du einen Vorrat hast und müssen darauf reagieren. Beginnt mit der Suche. Seht dort nach. Das ist so ungerecht. Das habe ich mir verdient. Selbst gespart. Das war ehrlich. Ich weiß, aber wir haben Regeln zu befolgen. Hab ein Lager gefunden, Herr Oberst. Er hat welches.
Ein Lager. Allerdings nicht sehr viel. Meine Enkelin ist krank. Sie braucht es. Ihre Enkelin. Ich wette, das wandert in den Markt. Oberst, sag es ihnen bitte. Du weißt, dass es wahr ist. Herr Oberst, das kann nicht sein. Es reicht. Wir konfiszieren nur den überschüssigen Vorrat. Aber Herr Oberst, ich werde das alles melden müssen. Bringen Sie das zum Hauptquartier und berichten Sie, dass der Abbruch der Suche meine Entscheidung war. Ja, Herr Oberst. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, du hattest keine Wahl. Danke, dass du mir etwas gelassen hast. Mir tut es auch leid. Du hattest allerdings recht mit deiner Entscheidung. Niemand ist schuld. Ich gehe jetzt wieder. Nicht der Rede wert. Ja, da hatte ich jetzt auch die Wahl, ob wir jetzt alles konfiszieren oder nicht. Ihre Quote war nicht aus der Luft gegriffen. Sie wurde ordentlich berechnet und Sie haben zu wenig abgegeben. Zahlen Sie den Rest. Boris, falls dir irgendwelche Verlierer auskommen, Quittungen anstatt grünem Zeug andrehen wollen, dann sag ihnen, dass sie den Bückling machen sollen. Ja, das sind offizielle Quittungen, gestempelt und unterschrieben. Sie versprechen, alles zurückzuzahlen, aber glaubst du ihnen auch nur eine Sekunde? Die wollen doch alle nur übers Ohr hauen. Im Moment habe ich genug von solchen Verlierern. Jeder hatte eine Kiste oder zwei enteignete Oberteile. Zuerst überlegte ich, die Quittungen zum halben Preis zu nehmen und ordentlich Kohle zu machen. Aber dann kam Glatze mit einer Quittung für zwei ganze Ampullen. Also sollten die jetzt entweder mit echtem grünem Zeug bezahlen oder sich verpissen. Was diese Quittungen betrifft, die scheinen gerade mal gut genug zu sein, um sich damit den Arsch abzuwischen. Herr Offizier, denken Sie mal nach. Woher soll ich so viel überhaupt haben? Sie haben den Leuten das grüne Zeug weggenommen, der Handel ist tot und Sie fordern eine Quote von mir, die einem Mogul gerecht würde. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe auch eine Quote zu erfüllen und keinen interessiert's, wie ich das schaffen soll. Quote am Arsch. Ich kann das grüne Zeug nicht einfach aus der Luft zaubern. Das können Sie Ihren Vorgesetzten sagen. Ah, Herr Oberst. Rühren. Leutnant, ich denke, wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Ich habe verstanden, Herr Oberst. Sie können gehen. Ja, Herr Oberst. Vielen Dank, Sie haben mich gerettet. Er hatte mich an der Kehle. Ich habe versucht, es zu erklären, aber nichts klappte. Ein Glück, dass Sie vorbeikamen. Ach, hallo. Wo ist denn deine Frau? Tatjana. Sie ist tot. Tot? Aber warum? Wie? Ihr Herz. Sie hatte ein Herzproblem. Hat sich immer um alles Sorgen gemacht. Über die Kinder, meine Sauferei. Tut mir leid, das zu hören. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie gestorben ist. Sieh mal. Kannst du mir vielleicht etwas leihen? Ich brauche etwas grünes Zeug. Ich bin in Trauer. Siehst du denn nicht, was los ist? Ich habe selbst keins. Niemand hat welches. Ehrlich, Oskom nimmt es allen ab. Ich kann dir nur mein Beileid aussprechen, sonst nichts. Wirklich. Das ist alles eure Schuld. Ihr Leute, ihr habt mein ganzes Leben zerstört. Ihr habt sie umgebracht, jawohl. Strahlenkranke, hä? Hallo, Herr Oberst. Schön, dass Sie wieder zurück sind. Entschuldigen Sie das Chaos, aber der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. In den schmutzigen Stationen muss es wirklich schlimm sein. Der General will, dass Sie erstmal hier behalten werden. Wir schicken Sie später weiter. Ich verstehe. Vielen Dank, Feldwebel. Oskom, aufmachen! Hallöchen, Gefreiter. Ich bin total erschöpft.
Oha. Kirill? Also gut, Gefreiter, sag mir, was los ist. Nichts. Ich will nur nicht. Was willst du nicht? Ein Gefreiter sein. Und ich möchte auch nicht mehr Auskommen angehören. Nun, das musst du mir genauer erklären. Ich war in der Sibirskaya und hab gesehen, wie die Soldaten den Leuten das grüne Zeug wegnahmen. Ein Händler wollte es nicht rausrücken, fing an herumzuschreien. Sie haben ihn verprügelt und ihm das grüne Zeug abgenommen. Nun, das ist einfach inakzeptabel. Gleich morgen früh werde ich mir ihre Namen geben lassen. Du hast gesagt, dass Auskommen die Leute beschützt, aber ihr nehmt ihnen ihr grünes Zeug weg. Warum? Das ist kompliziert. Das grüne Zeug wird knapp. Deshalb müssen wir es von jenen nehmen, die viel davon haben, und jenen geben, die nicht genug haben. Ansonsten würden die Reichen nur auf ihren Vorräten sitzen, während die Armen alle sterben. Wäre das gerecht? Ganz und gar nicht. Natürlich wäre das nicht gerecht. Ja, natürlich sind die, von denen wir etwas nehmen, nicht glücklich, aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, verstehst du? Wenn man mir mein grünes Zeug wegnehmen würde, wäre ich auch nicht froh darüber. Aber ich verstehe es jetzt. Gut. Trotzdem hatten diese Soldaten Unrecht. Ich sorge dafür, dass sie bestraft werden. Sie werden hingehen und sich entschuldigen müssen. Ja, sorg dafür. Sie müssen sich entschuldigen. Gut. Da wir gerade von grünem Zeug sprechen, es wird Zeit, dass du deine Dosis bekommst. Streck deinen Arm aus. In Ordnung. Erledigt. Kirill, Miller hier. Hörst du mich? Ende. Ich höre Sie, Herr Oberst. Es rauscht allerdings. Ende. Ich höre auch raus. Ich betrete die Sibirskaya. Hatte dort nicht der letzte Kampf stattgefunden? Ende. Ja, ich weiß es aber nur von den Worten meines Vaters. Kurz bevor die Aufständischen ihren letzten Angriff starteten, hatten wir uns unterhalten. Musst du wirklich gehen? Hast dich gar nicht ausgeruht. Die Aufständischen rücken vor. Es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Aufständische, sag Papa, wenn wir als Auskommen Leute beschützen, warum lügen wir sie dann an? Wow, du bist erwachsen geworden, Gefreiter. Und ich bin kein bisschen klüger. Also, lass uns wie Erwachsene reden. Sollten wir ihnen die Wahrheit sagen? Natürlich. Aber das Leben ist sehr komplex. In den Händen unserer Feinde könnte die Wahrheit gefährlich sein. Wir müssen sorgfältig auswählen, wem wir sie anvertrauen und wer sie nicht erfahren darf. Das Kommando sieht das Gesamtbild und trifft die Entscheidungen. Auch wenn diese Entscheidungen manchmal unbequem sind, so sind sie doch trotzdem notwendig. Das Kommando denkt an jeden, während die Zivilisten nur an sich selbst denken. Deshalb muss eine Wahrheit, die ihnen Angst bereiten könnte, geheim gehalten werden. Zu ihrem eigenen Besten. Verstehst du das? Ja, schon. Aber trotzdem. Das ist eine schreckliche Art zu denken. Es gibt viele schreckliche Dinge im Leben und trotzdem hab ich dich gut großgezogen. Du bist stark und mutig. Du kannst das ertragen. Also gut, Zeit zu gehen.
Du gehst nach Hause und gehst nicht raus und lässt niemanden rein, bis ich zurück bin. Das ist dein Befehl. Jawohl, Herr Oberst. Feldwebel, bring sie ihn nach Hause. Jawohl. Auf geht's, Kirill. Na gut. Viel Glück, Papa. Viel Glück, mein Sohn. Geil, mir gefällt der DLC saugut. Weil sie es auch glaubhaft rüberbringen. Die eigentlich halt probieren, eigentlich allen zu helfen. Die Zivilisten halt aber Aufstände machen, weil, ja, weil die sich beklaut fühlen. Angst, natürlich auch Schiss haben, dass sie draufgehen. Herr Oberst. An die Auskommen Sonderabteilung Ermittlung. Schon eine flüchtige Untersuchung der Leichen enthüllt bei den meisten Aufständischen klassische Symptome einer mittelschweren Strahlenkrankheit. Blutungen, atrophische Verletzungen von Haut und Schleimhaut, Haarausfall und so weiter. Der Schwere der Symptome nachzuurteilen, haben sie bereits vor über einem Monat aufgehört, den Strahlenschutzstoff zu nehmen. Genauer ist das leider nicht festzumachen, denn dafür müsste ich wissen, in welchen Stationen sie sich in diesem Zeitraum am längsten aufgehalten haben. Ach fuck! Sehr gut. Die Autopsie oder irgendwas war da noch mit Auto. Slava, das tut mir wirklich leid. Ich weiß, du hattest keine Wahl. Hätte ich nichts gesagt, dann hätten sie niemals geglaubt, alles gefunden. Schnee von gestern. Weder ich noch du hatten hier eine Wahl, Petrovic. Dir auch viel Glück. Wir sehen uns im Zug. Vielen Dank. Hallo, Herr Oberst. Schön, dass Sie wieder zurück sind. Nee. Herr Oberst. Sto. Er ruft mich. Ich glaube, da hinten. Nun stehen Sie nicht so rum! Bemannen Sie die Verteidigung! Ja, Herr Oberst. Das verstehe ich nicht. Manchmal rastet die Maus einfach von sich aus komplett aus. Ich rede deswegen so wenig, weil das mir einfach so geil abgeht. Mir gefällt die Inszenierung sehr gut. Leutnant, ich nehme den Zünder. Geben Sie mir Deckung. Wird gemacht.
Schutz für den Oberst. Nicht an Munition fahren. Verstanden! Frei, weiter. Naja, Munition müssen wir halt mal mitnehmen, wa? Das ist ein geiler Moment gerade. Hauptquartier, bitte kommen! Klebnikow hier! Hauptquartier hier. Eine Ladung hat nicht gezündet! Zur Sibiskaya. Halten Sie sie dort auf, sonst habe ich niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Verstanden. Ende und aus. Herr Oberst, Sie haben die Luftschleuse gesprengt und kommen jetzt von der Oberfläche. Schon die Feinde, okay, scheiße, Alter. Ich dachte zuerst so, das wären meine Buddies. Hauptquartier, bitte kommen! Klebnikow hier! Hauptquartier hier. Eine Ladung hat nicht gezündet! Zur Sibiskaya. Halten Sie sie dort auf, sonst habe ich niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Verstanden. Ende und aus. Herr Oberst, Sie haben die Luftschleuse gesprengt und kommen jetzt von der Oberfläche. Ich bin für den Kugelhagel!
sie sie hier auf! Bis zum letzten Mann! Es wird keine Verstärkung geben! Entweder wir oder sie! Operation gelungen. Bauern sind alle geopfert. Bereit zur Evakuierung. Du Mistkerl! Was meinst du mit bereits weg? Was? Was ist da los? Wir decken die Evakuierung. Evakuierung? Aber du hast gerade alle umgebracht! Soldaten! Zivilisten! Es ist niemand mehr zum Evakuieren da! Slava, das grüne Zeug reicht gerade noch aus, um die Führungsriege zu evakuieren. Alle anderen werden sterben. Das Gas sollte nur ihren Todeskampf kosten. Und du hast es gewusst! Du hast es die ganze Zeit gewusst, du Schweinehund! Hatte ich eine Wahl? Und welchen Unterschied macht das jetzt noch? Sie haben aber einen Fehler gemacht, mich zu verlassen. Petrov! Petrov! Die Schweine sind ohne uns weg. Hose Yoga an der Strippe! Was? Tot? Sir Yoga? Jung. Hör zu. Im Waffenschrank ist ein Raketenwerfer. Schnapp ihn dir und geh damit zur alten Kreuzung. Jag die Schweine dort in die Luft. Los! Und was machen wir jetzt? Egal. Mir reicht's. Bis dann, Slava.
Onkel Tolia? Hat er sich gerade umgebracht? Warum? Nicht hinsehen. Ich wollte deinen Befehl nicht verweigern. Aber in der Station wurde geschossen. Dann wurde alles ruhig. Und du kamst nicht. Ich war besorgt und hab mich auf die Suche nach dir gemacht. Hör zu. Ich hatte doch erklärt. Geil, schon mega. Gesagt werden sollte und wem nicht. Zwickerin, redest so wenig. Wir haben das nicht zu entscheiden. Und wenn man getäuscht wird, hat niemand etwas davon. Deshalb ist er tot. Das verstehe ich, ja. Gut. Und jetzt? Lass uns nach Hause gehen, mein Sohn. Am Eingang des Bunkers. Verstanden, Herr Ohren. Da drin gibt es keine Funkverbindung. Also bitte, bleib dort. Das werde ich, Kirill. Miller, Ende und aus. Kiefer, hier ist Erle. Bitte kommen, Ende. Erle. Gefreiter, ich bin an der Tür des Bunkers. Drinnen werde ich keine Funkverbindung haben, keine Ahnung wie lange. Wann ist das nächste Zeitfenster für den Funk? Pünktlich mittags, Herr Ober. Akku? Ist immer aufgeladen. Die Tür? Verschlossen. Und ich esse auch die Leber. Und verbrenne den Schleim und ich suche niemals die Verschmutzungsstation auf. Papa, du hast mir einen ganzen Spickzettel hier gelassen. Ich lese gerade davon ab. Gut, mach das. Es hilft dir, an alles zu denken. Das war's, Kiefer. Beende jetzt die Funkverbindung. Verstanden, Erle. Ende und aus. Kiefer, bitte komm. Ende. Kiefer hier. Ende. Ich hab dich lieb, mein Sohn. Und zwar sehr. Ich hab dich auch lieb. Ich möchte, dass du die Leber isst. Und zwar immer. Ende und aus. Taschenlampe, gell? Ascom-Soldaten, Sie haben einen streng geheimen und extrem wichtigen Auftrag angenommen. Aus dem Archiv der Satellitenkommunikationszentrale die Karte einer Gegend zu bergen, in der erträgliche Strahlungswerte vorzufinden sind. Indizien lassen vermuten, dass eine besondere Aufmerksamkeit auf die Karten vom Baikalsee gerichtet werden muss. Bislang waren unsere Bemühungen durchweg fruchtlos. Aber Sie müssen jetzt um jeden Preis Erfolg haben. Das ultimative Ziel dieser Suche kann ich Ihnen noch nicht verraten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das Leben aller Metrobewohner davon abhängt. Diese Aufnahme wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören. Viel Glück, mein Herr. Krass. Doch, das haben sie sehr glaubhaft rübergebracht, so wie diese Stimmung gekippt ist von, ja, alles war geil, bis dann dieses, ja, diese komische Pflanze, die da gefunden haben und anbauen und so, bis das leer wird. Schmeckt richtig, lecker, Fleckfett, geil. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen.
Ja. Das System wird jetzt neu gestartet. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Biologische Schildbetrieb. Abschaltung des Reaktors eingeleitet. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Achtung! Der biologische Schild des Reaktors ist beschädigt. Fehler am Reaktorsicherheitsbehälter. Umschaltung auf Reserveleitung. Nicht kommen sehen. Vielleicht wäre es schlauer. Stalker-Tagebuch. Der Oberst hat einen Knall. Er will, dass wir zurück zur Kommunikationszentrale gehen und noch mehr Karten holen, damit die hohen Herren im Hauptquartier herumsitzen und wichtig aussehen können. Kein interessiert es, ob wir alle eine tödliche Dosis abbekommen, wenn wir nach dem blöden Scheiß suchen. Dieser Bunker ist eine schlechte Neuigkeit. Die Strahlung ist so hoch, dass die Jungs ihn einfach nur Eierkocher nennen. Dann sind da auch noch Mutanten. Die meisten davon sind nichts Besonderes, aber es wurden auch schon blinde Riesen gesehen. Dies ist es auch der Grund, warum mehrere Gruppen verschwunden sind. Die Gegend ist beschissen, genau wie dieser Einsatz. Wenigstens geben sie uns genug grünes Zeug. Das ist doch schon was wert. Vor allem heutzutage. Auskommen, Soldaten. Sie haben einen streng geheimen und extrem wichtigen Auftrag angenommen. Aus dem Archiv der Satellitenkommunikationszentrale die Karte einer Gegend zu bergen, in der erträgliche Strahlungswerte vorzufinden sind. Indizien lassen vermuten, dass eine besondere Aufmerksamkeit auf die Karten vom Baikalsee gerichtet werden muss. Bislang waren unsere Bemühungen durchweg fruchtlos. Aber sie müssen jetzt um jeden Preis Erfolg haben. Das ultimative Ziel dieser Suche kann ich Ihnen noch nicht verraten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das Leben aller Mikrobewohner davon abhängt. Diese Aufnahme wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören. Viel Glück, meine Herren. Okay. Ja, wir machen jetzt gleich kurz einen Quicksave, bevor es da richtig losgeht, gell? Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen.
Das System wird jetzt neu gestartet. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Sämtliches Personal muss das Gebäude. Achtung! Der biologische Bild des Reaktors ist betätigt. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Ah, hier kommen wir besser, Tim. Auch wieder Druck auf dem Ding. Nachgeladen ist auch. Sind aber auf dem richtigen Weg, unser Geigerzähler läuft amok, sind Richtung Reaktor unterwegs.
Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Stalker Tagebuch 2. Die alten Berichte stimmten. Es sieht ganz danach aus, dass der Reaktor noch funktioniert. Es gibt noch Strom. Dieser Reaktor scheint aber auch ein Leck zu haben. Wo soll denn sonst die ganze Strahlung herkommen? Dieser Strom wird unser Leben allerdings nicht leichter machen. Normalfall wäre das schon so gewesen. Aber wie es aussieht, er schaltet sich immer wieder mal ab. Kann sich nicht darauf verlassen. Die Jungs erzählen unheimliche Geschichten von den Seelen der Toten, die an der Steuerung herumfummeln. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da ist einfach nur alles verrostet und vergammelt. Deshalb spinnen die Maschinen. Kann ich nochmal gleich da stehen? Alter, vom Gegner müssen erstmal den Tank auswechseln. Ja, am Putzen wäre natürlich noch nicht schlecht gewesen, aber ja gut. Das machen wir jetzt gleich. Mal den Fall, wenn wir noch eine Bank kriegen sollten. Der hat jetzt schon den zweiten Scheiß überlebt, right? Theoretisch sind wir nicht mehr weit weg vom Kartenraum. Right? Right. Die liegen schon Karten rum. Aber halt nicht die, die wir wollen. Vorbereitung des Systemneustarts ist zu. Da einen auf Tarzan, Digga, ich hab damit der Scheiße hab ich ja gar nicht gerechnet. Vorbereitung des Systemneustarts ist zu 80% abgeschlossen. In dem Fall haben wir fettes Lagerfeuer gemacht jetzt.
Ich will halt immer Munition sparen schießen, aber ich glaube, ich müsste einfach voll drin spratzen in die Assis, weißt du? Diese Mutantenviecher irgendwie, die fallen nicht so schnell um, wie ich das eigentlich die ganze Zeit denke. Ich denke so, Alter, weißt du? So bei, was weiß ich, 400 Grad geröstet, da brauchst du nicht viel draufhauen. Vorbereitung des Systemneustarts ist zu 40% abgeschlossen. Kann mir mal jetzt eigentlich einer erzählen, warum wir jetzt hier auf... Neustart des Systems abgeschlossen. Umschaltung auf Hauptstromquelle. In der Animation, dann weggebrutt, dann, Alter, come on, ey. So eine Scheiße. Jetzt mal ehrlich. So ein Quatsch. Erstmal lunsen, ob wir hier noch irgendwie was kriegen. Ja, ja. Wir haben halt keine Taschenlampe, right? Dein Ernst? Müssen wir jetzt gleich Gamma hochstellen? Jetzt hier keine Fundel mehr machen? Ach, Digga, so ein Scheiß. Okay, warte. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Ja.
Okay. Sämtliches Personal muss das Gebäude sofort verlassen. Oh, wir haben keine Waffe mehr. Was? Sämtliches Personal muss das Gebäude verlassen. Lass mich hier raus! Stalker-Tagebuch 3. Gute Neuigkeiten, wir haben das Archiv erreicht. Schlechte Neuigkeiten. Die blinden Riesen scheinen sich darin häuslich eingerichtet zu haben. Zum Glück war keiner zu Hause und so konnten wir uns wenigstens etwas umsehen. Die Regale sind zertrümmert, die Karten liegen im Haufen. Wir werden mindestens ein paar Tage brauchen, um in diesem Chaos irgendwas zu finden. Und diese neuen Bewohner können jeden Moment zurückkommen. Irgendwas sagt mir, dass sie nicht allzu glücklich sein werden, wenn sie uns entdecken. Wie wir ohne ihre Erlaubnis dieses Schiff durchforsten. Und was noch schlimmer ist, die Strahlung übersteigt im Archiv jede Skala. Wir haben 5 Minuten dort verbracht und dann jeder eine Monatsration grünes Zeug genommen. Mir ist trotzdem noch mulmig. Ich werde den Oberst bitten müssen, uns allen einen Bonus zu organisieren. Ansonsten werden wir im Dunkeln monatelang leuchten. monatelang leuchten. Natürlich haben wir uns so viele Karten geschnappt, wie wir nur tragen konnten. Sollen die Jungs im Hauptquartier sie durchsehen, dann haben sie wenigstens was zu tun. Auf jeden Fall ist der Einsatz so abgeschlossen, wie er nur sein kann. Wenn jemand meint, er könnte das besser machen, dann kann er es gerne versuchen. Ich, für meinen Teil, werde keinen Fuß mehr in dieses Grab setzen, wenn ich es vermeiden kann. Wir leuchten auch schon im Dunkeln, du. Guck mal. Hast du mal eine Piu-Piu für mich? Was keine Piu-Piu, sagst du? Da liegt Piu-Piu, oder? Liegt ab, das sieht aus wie Piu-Piu. Da soll mir jetzt hier wirklich... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. All... Warte, kann das sein? Okay.
Es ist nicht ganz so gelaufen, wie er hofft, ja. Okay, okay. Scheiße. Ich glaube, hier panikmäßig rumrennen wird auch nicht bringen. Da hinten müssen wir vielleicht hin, ne? Stan wollte rennen, er hat nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich bin schon wieder an irgendwas hängen geblieben. Das ist was mich schon im DLC, das einzige, was mich schon im DLC voll abfuckt, ist, Alter, er ist ein Oberstabsfeldwebel, ja? Digga, hat da einen Bunsenbrenner hier 3000 am Start, aber ist zu blöd, eine Taschenlampe mitzunehmen. Also, LA, Alter. Scheiße. Wahrscheinlich sind wir jetzt an irgendwas hängen geblieben, was ich jetzt natürlich durch diese super geile Beleuchtung hier überhaupt nicht gesehen habe, weißt naja, ich baue mir mal gerade ein Kiepchen und dann geht's weiter. Hier, yeah, den Grillmeister 3000 hat er am Start, weißt du? Übelst fetter Anzug. Alles, ne? Alter, aber zu dumm, um eine Taschenlampe mitzunehmen. Ich gehe am Stock, Alter. In ein Gebiet, wo er weiß, dass da auch unter Umständen kein Strom ist. Was eine Scheiße. Aber gut. Aber wir können nicht rennen. Ich hab's gerade getestet. Wir können nicht rennen. Oh Gott, wir müssen echt an denen so vorbeisneaken. Digga. Komm, krabbel. Krabbel um dein Leben, Digga. Let's go. Efsche hat's gerobbt. Das war der, den wir verheißt haben, ne? Suppe ist kaputt. Zurück. Ich muss mich nur ein kleines bisschen ausruhen. Ich bin so erschöpft.
Ein Nova. Geht. Da bist du ja, Bruder. Ah, du hast die Karten gefunden und ruhst dich aus. Ich muss auch etwas verschnaufen. Junge, diese Stahldinger scheuern gewaltig. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht so lange bleibe. Dein Sohn hat mich hierher geschickt. Hat mir genau gesagt, wo ich nachsehen soll. Ein harter Bursche, dein Kirill. Ja, ich sehe, wie er sich bemüht. Kinder. Es dreht sich doch immer um sie. Ich bin wegen meiner Tochter hier. Sie ist klug, stark, freundlich, wunderschön. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf sie bin. Und wie sehr ich sie liebe, aber ich versuche, ein Vater zu sein. War aber immer nur ein Oberst. Würde ich meine Zuneigung zeigen, würde ich auch Verwundbarkeit zeigen. Nicht nur vor ihr, sondern auch vor ihrem Ehemann. Anfangs dachte ich sogar, dass dieser Junge in Ordnung ist. Doch er war völlig von der Wahrheit besessen und das machte mich rasend. Er riskierte ständig sein Leben, während ihm die Liebe der besten Frau der Welt zuteil wurde. Vernünftige Leute wollen normale Dinge. Eine ordentliche Brühe, ein warmes Zuhause, gesunde Kinder. Aber er wollte die Wahrheit. Lass mich einen Blick auf die Karten werfen. Junge, war ich sauer auf ihn. Doch dann warf ich einen genaueren Blick auf die Welt und gewissermaßen auch auf mein Leben bis zu diesem Punkt. Insbesondere als ich deine Geschichte hörte. In dir habe ich mich selbst gesehen, mein Freund. Wir haben beide der großen Lüge gedient, weil wir glaubten, dass es notwendig sei. Und ohne ihn hätte mich dasselbe Ende ereilt wie dich. Aber jetzt endlich hat mein Leben mal einen echten Sinn. Und das alles, weil ich nun der Wahrheit ins Auge blicken kann. Ich denke, du verstehst das. Vielen Dank für die Karte. Glaube nicht, dass das alles umsonst war. Du hast uns alle gerettet. Und Kirill? Ich werde ihm diese Uhr geben und dafür sorgen, dass er dieses Höllenloch verlassen kann. Darauf gebe ich dir mein Wort. Nun, es wird Zeit. Lebe wohl, Oberst Klebnikow. Ruhe in Frieden. Artyom, bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Mega. Also die Inszenierung von ja, es läuft alles, wir brechen auch auf. Bis zu dann dem Umschwung von wegen, Alter, bis wir hier rauskommen, brauchen wir diese grüne Suppe da. Und dann der Verrat quasi von den eigenen, aus den eigenen Reihen noch. Sehr geil. Hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich schon nicht so viel gelabert, weil da waren ja auch alles, war ja aber auch aneinandergereiht mit den Zwischensequenzen, right? Aber fett. War richtig fett, also hat sich gelohnt. Da ich das aber ja abgetrennt haben will, werde ich jetzt den Stream kurz beenden und dann würde ich sagen, starten wir noch den anderen DLC.
Aber der DLC, der ging mir jetzt gut ab. Auf den anderen bin ich jetzt absolut gespannt, ja. Wie gesagt, ich muss jetzt halt dann dafür kurz, damit das abgetrennt ist, in den Stream jetzt kurz beenden. Bin in, was haben wir jetzt? 43. In spätestens 5 Minuten nochmal am Start. Also 50, so 50 könnt ihr rechnen.